Wir sind natürlich stolz, dass wir einen Beitrag leisten können, unser einzigartiges Kulturerbe zu bewahren, den Tiefen der Archive emporzuheben, zu digitalisieren mit einer hochinnovativen Technologie und dann in einem nächsten Schritt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das System arbeitet mit einer Einzelblattkontrolle, die gewährleistet, dass wir wirklich nur eine Seite blättern. Ist es uns wichtig, eine hohe Qualität der Bilder zu liefern, durch die Verwendung einer Glasplatte in Kombination mit hochqualitativen Kamerasystemen. Ein Digitalisat kann in den allermeisten Fällen wirklich das Original heute ersetzen, im Gegensatz zu früher dem Mikrofilm. Die andere Revolution, dass man auch die Benutzungsmöglichkeiten von Kulturgut wesentlich erhöhen und erweitern kann. Man kann nun die Matrikelbücher der Diözese St. Pölten in Brasilien, in Amerika, in Australien studieren. Und das ist doch für die Menschen, die dort wohnen und ihre Vorfahren beispielsweise in Österreich haben, eine ganz großartige Sache. Andererseits natürlich bietet sich auch für Wissenschaft und Forschung ganz neue Möglichkeiten, denn nun können die Quellen nicht mehr nur isoliert an verschiedenen Standorten studiert werden, sondern sie können nun auch in ganz neue Kontexte und Zusammenhänge gesetzt werden. Und das ermöglicht ganz neue Perspektiven, die wir heute noch gar nicht abschätzen können.